Aljoscha Begrich ist Künstler und hat beim Street Art Festival in Hannover mitgemacht. Er durfte mit den Kollegen seines Künstlerkollektivs diese Hauswand des Immobilienriesen Vonovia bemalen. Da war die Freude groß. Ich dachte so, auf gar keinen Fall werde ich irgendwie eine Wand von diesem Immobilienkonzern, der 3 Milliarden Gewinn mit Mieteinnahmen macht, verschönern. Aber dann hatten die Künstler so eine Inspiration von einem kleinen Haus vor steiler Bergkulisse und eine freche Idee. Aber die soll eine Überraschung für Vonovia sein. Noch freut sich Vonovia auf Kunst am Gebäude. Die Künstler haben auch gleich losgelegt. Ja, wir haben ja 4 Tage hier an dem Bild gemalt und währenddessen haben natürlich locker Leute mit uns gesprochen, die hier vorbeigekommen sind und im Grunde alles bestätigt, was man, wovor man sich fürchtet vom Vonovia. Also, dass die Nebenkosten wahnsinnig hoch sind, die Arbeiten nicht erbracht sind, die Mieten immer steigen. Und als das Wandbild fertig war, da, tata, wurden die schönen Gipfel plötzlich zu einem Börsenkurs und irgendwie fehlte auch ein Drittel. Wir haben uns dann eben entschieden, 1/3 wegzulassen, weil genau das ist, was Vonovia macht, nämlich 1/3 der Mieteinnahmen abzuführen. Das sind so 37 Cent pro jeden Euro, der gezahlt wird an Miete und eben auf dem Rücken der Mieter diese 3 Milliarden Gewinn Mehrwert abschöpft. Wie undankbar diese Künstler sind. Da bekommen sie eine so schöne große Wand und dann das. Aber das lässt sich der Wohnungskonzern Vonovia nicht bieten und hat gleich den Gerüstbauer kontaktiert. Am nächsten Tag hat dann der Gerüstbauer den Anruf bekommen, er soll es doch bitte nach oben rüsten, weil sie es gerne übermalen würden. Und der hat glücklicherweise auch was gegen Vonovia. Okay, das hat nicht geklappt. Aber dann hat Vonovia die Künstler um ein ernstes Gespräch gebeten. Vonovia sagt in dem Gespräch eben sehr klar, das Bild kann so nicht bleiben, das Bild wird so nicht bleiben, es wird auf jeden Fall verändert. Und sie werden nicht dulden, dass ihr eigener Aktienkurs an ihrer Hauswand abgebildet wird. Naja, es muss ja auch nicht jeder den Milliardengewinn von Vonovia sehen. Vonovia sagt dazu, wir sind bezüglich des Wandbildes in einem sehr guten Austausch mit der Stadt und den Organisatoren. Mehr möchten wir dazu nicht sagen. Aber die Mieter des Vonovia-Hauses möchten was sagen. Ich finde es ziemlich hoch, also die Miete. Dann gab es schon sehr viele Wasserschäden hier. Da wurde einfach nur mit weißer Farbe drüber gemalt. Seit 8 Monaten, dieser Fahrstuhl funktioniert nicht. Die versprochen, immer versprochen, ja, aber nichts passiert. Man schreibt eine Beschwerde, aber da passiert halt nichts. Ja, wenn sich alle hier beschweren, kommt der arme Wohnungskonzern ja auch zu nichts. Ich bin gespannt, ob der milliardenschwere Immobilienriese Vonovia die kleine Kritik hier im Roderbruch aushält oder nicht und das Bild dann doch noch übermalt. Gute Idee eigentlich, aber dann mit echter Kunst. Eine Zuschauerin klickte hier, um mehr von Extra 3 zu sehen. Das Ergebnis verschlug ihr den Atem. Ein Zuschauer hat den Extra 3-Kanal abonniert. Bei Sendung 4 musste er weinen. Eine Zuschauerin aktivierte die Glocke, um nichts mehr von Extra 3 zu verpassen. Was dann geschah, veränderte ihr Leben.